Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars auf unserem Kanal. Diesmal allerdings Quick Bed Wars. Und zwar auf der Map Ghast, Größe 4x4. Nur mit mir, dem Torben. Ich wollte mich erstmal grundsätzlich hier ganz am Anfang bedanken für die Resonanz unter dem Clan-Info-Video, sag ich mal. Ja, so kann man es nennen. Es waren in den ersten paar Stunden, es ist jetzt 5:30 und es sind locker 60 Kommentare drauf. Also erstmal fettes Dankeschön dafür, echt. Da freue ich mich mega drüber. Und außerdem sind auch schon ganz viele neue Leute in unserem Clan drin, die jetzt aktiv mitspielen wollen. Lol, Marco ist hier in der Runde. Ist ja chillig. Den wollte ich nämlich gerade ansprechen. Ich wollte mich bei Humako bedanken dafür, dass der sich so darum kümmert, dass die alle hier reinkommen und so. Und ich finde, der hat auch mal in den Kommentaren ein Dankeschön verdient, oder? Wir lassen ihm jetzt mal alle ein Dankeschön hier in den Kommentaren. Schreibt einfach mal, danke Humako oder sowas irgendwie. Vielleicht fällt mir während des Videos noch ein Hashtag dafür ein, so. Boah, der kann ja sogar Fastpitch, ne? Der Typ ist ja ein Alleskönner, ganz klar. Ne, boah, mir kommen gerade die Tränen, muss ich sagen. Nicht, weil es so emotional gerade um Humako geht, sondern einfach, ja, weil mir die Tränen kommen. Keine Ahnung, habe keine Begründung dafür. Bäh, abartig, ich hasse sowas. Kommt doch immer, wenn ich, oh fuck, da kommt ja schon einer. Immer, wenn ich gehen musste, kommen mir auch öfter mal die Tränen. Das mag ich auch nicht. Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn ihr gehen musstet, dass dann ab und zu mal einem die Tränen kommen? Hä, wo ist denn hier das Bett? Ach, da oben, lol. Ist ja nice, in so einem Gas drin. Finde ich cool. Muss man sich nur immer hinbauen, wenn man dem Bett mal Zeit geben will, ne? Ja, natürlich ein bisschen stressig, aber ist gar kein Problem. Zack, da sind wir doch erstmal wieder gut dabei. So, 8 Gold. Ein Schwert wäre ganz gut gerade. Um ein paar Gegner zu hauen. Da baut sich doch einer lang. Wolle. Das war Gott sei Dank seine eigene Dummheit, ey. Sonst wäre unser Bett weg gewesen. Ich hoffe, ich übersteuere nicht zu sehr, aber ich denke, es passt so. Und viele haben sich auch gefragt, bin ich zurück aus Dublin? Ihr seht es gerade, ja, bin ich. Was heißt, ihr seht es gerade? Hätte ja auch vorproduziert sein können. Ist es nicht, Leute. Auch schon das Clan-Info-Video nicht. Deswegen gab es auch diese kleine Pause, weil in der Zeit, das war so, sage ich mal, die Ankunftszeit. Also, da habe ich es noch nicht geschafft, ein Video aufzunehmen. Was ja sich dann jetzt wohl wieder ein bisschen geändert hat, ne? Würde ich einfach mal sagen. Blau geht mir auf den Sack, deswegen mache ich jetzt das Bett von Team Blau kaputt. Wartet, wartet, wartet. Wenn der hier mal vorbeigerannt ist. Mein Junge, jetzt mach doch keinen Scheiß hier. Lass mich hier doch mal durchrennen. Der Diesel Destroyer, Bros. Der Diesel Destroyer. Okay, er ist tot. Chillig. Dann renne ich jetzt zu Team Blau oder Rot. Oder ich renne nach Hause. Ich glaube, ich renne nach Hause. Ich habe nämlich relativ viel Stuff. So. Okay, passt. Alles klar. Hello, good old home. 60 Sekunden, also eine Minute haben wir für unser Team geholt. Bam, bam. Na. Geht doch. So. Und damit man hier noch ein bisschen Arbeit hat und nicht einfach so an unser Bett kommt, mache ich hier mal ein bisschen was kaputt. Ich finde das ganz important. Dann hole ich mir mal hier so, ne, so ein Ding hier. Und das kriegt der Humako dann mal ganz kurz zugeschmissen. Zugeflattert. Humako, du sollst das auch nehmen. Das ist ein teures Eisenschwert hier. Jetzt muss ich das jemand anderem verschenken. Weiß ja gar nicht, ob wir das auch behalten können. Da, nimm. Ach, Eisen spawnt auf der kleinen Insel, ne? Aber ich suche nach einem Eisen. Wunderbärchen, da ist es doch. Das wollte ich doch sehen. So, Team Rot und wir haben noch ein Bett, okay. Keine Sorge, Leute, ich werde jetzt auch rushen. Hui. Komm mal ran da, komm. Idiot, warum greift er uns mit dem Rückschussknüppel nur an, obwohl er kein Bett mehr hat? Versteht ihr solche Leute? Der ist doch jetzt tot. Der ist doch jetzt tot. Aber ich mag das so sehr, wie sich die Items hier immer drehen bei dem Lady-Mod. Finde ich cool. Zack. Okay, hier darf ich lang. Da falle ich nicht runter.
Dann checke ich jetzt mal Team Rot aus. Weil die sind ja schon ziemlich mächtig, muss man mal sagen, ne? Der ist tot, ganz klar. Oder er ist doch von Team Blau. Warum rennt er denn hier einfach lang? Naja, macht mal. Bekriegt euch mal gegenseitig, Team Gelb und Team Blau. Er hätte mich halt gerade einfach töten können. Hat er nicht gemacht, finde ich korrekt von ihm. Aber ich hatte ein bisschen Stoff dabei. Oder er kam da dran, er kam da dran. Oh fuck, oh fuck. Ich bin so scheiße. Ehrlich, was ist los mit mir? Okay. Vergessen wir das schnell mal wieder. Ich weiß gar nicht, habe ich in dieser Folge schon den Clan Wars erwähnt? Nein, habe ich noch gar nicht. Am Freitag, also es haben sich nämlich viele gewünscht, dass wir am Freitag oder halt in näherer Zukunft mal Clan Wars spielen. Und das ist natürlich kein Problem. Darauf habe ich mich ja auch schon gefreut, habe ich auch schon erwähnt. Dass wenn wir einen Clan haben, also wenn wir wieder aktive Spieler im Clan haben, natürlich auch gerne mal Clan Wars ausprobieren wollen. Weil das halt so eine der coolsten, eine der coolsten Sachen an so einem Clan ist. Einfach, und dann vor allem mit der Community zusammen, das, also ich finde, cooler geht's gar nicht. Und deswegen ist es natürlich nicht nur machbar, sondern auch gewollt. Also ich freue mich drauf. Und wir sollten uns ein bisschen beeilen, weil ich nicht mehr so viel Speicherplatz auf meiner Festplatte habe, fällt mir gerade mal auf. Deswegen versuche ich das jetzt gerade hier auch einfach mal ein bisschen kurz zu rushen. Der mit seiner dummen Angel, ich weiß es doch, oder? Ja, klar. Oh, er hat überlebt. Fuck. Ich dachte, er stirbt. Naja, war close. Rückschussknüppel ist echt eines der geilsten Sachen, die man überhaupt in Bad Wars kaufen kann. Und ich muss unbedingt meinen anderen Hotkey hier wieder reparieren. Das geht mir auch auf die Nerven, dass ich mir die Spitzhacke immer mit der Hand kaufen muss. Und nicht Hotkeyen kann. Weil ich einmal die Version geswitcht habe und seitdem ist es kaputt. Es funktioniert halt einfach gar nicht mehr. So, du stirbst jetzt aber ganz klar. Wunderbar. Ganz klar wunderbar. Mal gucken, ob ich hier von oben dran komme. Nein. Okay, er ist down. Oh, das war aber eine letzte Sekunde, dass der da runtergefallen ist. Och, das ist doch nicht true. Jetzt ist das Bett von Team Rot sowieso schon draufgegangen. Nein. Nein. Ich wollte sie schön von hinten mit dem Rückschussknüppel runterhauen und ich habe einfach gar nichts hinbekommen. Stimmt, wir spielen ja Quick Bad Wars. Lol, gar nicht drauf geachtet. Ist ja die einfachste Möglichkeit, die hier zu töten, also das Bett abzubauen. Wenn die Zeit halt ausläuft. Die Zeit abläuft, wegrennt. Whatever. So, die dürfen sich jetzt keine Schwerter oder so kaufen. Das ist der Vorteil, den wir haben. Ich weiß gar nicht, warum ich mir eine Spitze gekauft habe. Kommt mir aber jetzt wahrscheinlich sogar zugute, wenn ich eine habe. Ach, kommt mit euren Rückschussknüppel. Okay. Achso, er gibt uns neue Zeit, alles klar. Ja. Eisen, Gold, sowas. Oh, fuck, da kommt ja einer. Ein gut equippter Mann. Das ist aber nicht so toll. Das ist aber ganz und gar nicht Stöfte hier. Nee. Kaufen wir uns mal das Dreierschwert. Und eine gute Chestplate. Oh, Marco hat ihn. Oh, verdammt. Oh, Marco, du bist jetzt ehrlich. Nee, ich freue mich echt auf solche Clan-Runden und einfach mit der Community ein bisschen zusammen zu spielen. Darum geht es ja auch in dem Clan. Weil durch Freundschaftsanfragen mache ich das ja nicht. Habe ich ja schon gesagt, oder beziehungsweise deswegen nehme ich auch keinen an und ich finde es immer so, ihr fragt mich, ja, kann ich dir eine Freundschaftsanfrage schicken oder so, da hast du das nicht so gerne und ich will da eigentlich nie so gemein rüberkommen, sage ich mal, und sagen, nee, lass mal, aber keine Ahnung, ich möchte halt eigentlich nur mit meinen Freunden so befreundet sein und wirklich nur mit Leuten, die ich dann halt auch kenne. Und euch kenne ich ja alle nicht persönlich. Und deswegen würde ich das, mache ich das lieber bei solchen Sachen wie hier den Clan. Wir können ja alle zusammen spielen. Wenn ich onkomme, schicke ich ab heute immer eine Clan-Party, wenn ich aufnehmen will.
guck, wie viele Leute da reinkommen und mit denen kann ich dann, können wir, also wenn Tobi und so auch dabei sind, wir haben eventuell gleich kein Bett mehr. Gott sei Dank habe ich aufgepasst. Können wir dann natürlich zusammen zocken, was gar kein Problem da ist, worauf ich auch ultimativ viel Bock habe. Komm, Junge, du machst das. Nein, er macht es nicht mehr. Okay, jetzt Achtung. Das wird jetzt kritisch. Das wird ehrlich kritisch. Aber er ist alleine. Weil, nee, es wird doch nicht kritisch. Das wird easy. Guck, ich warte jetzt einfach drauf, dass der hier versucht, in die Mitte zu rushen. Und dann hole ich ihn mir. Oh ja, ich habe das ganze Eisen. Sorry, Humarco. Sorry, Humarco, Bro. Okay, pass auf. Ich stelle mich einfach hier hin. In der Zeit kann er nämlich nichts machen. Er macht Feuer. Ich glaube, er will mich da einfach reinboxen. Ich glaube, er denkt aber auch, dass ich runterkomme. Aber ich sehe nicht so aus, oder? Oh, fuck, wir müssen uns beeilen, Leute. Okay, wir müssen uns equippen. I'm sorry. Weil, ich nehme ja immer, oh, Audacity und meine Fatzecam, meine Facecam, parallel auf einer Festplatte auf. Und Audacity gibt mir immer vor, wie lange ich noch aufnehmen kann. Jedoch berechnet die natürlich nicht ein, dass gleichzeitig die Festplatte auch noch voller wird, dadurch, dass ich die Webcam gleichzeitig aufnehme. Das heißt, sie berechnet das gar nicht mit. Die Festplatte wird immer voller und die Aufnahmezeit stimmt nicht und geht stark runter. Hier steht jetzt gerade zum Beispiel 38 Minuten, 37 Minuten. Wartet, wir haben es gleich. Na? Vielleicht sollte ich mich nicht so sehr darauf konzentrieren und, oh, Markus, tot, lol. Und einfach mal zocken, damit wir das jetzt hier gewinnen in der Zeit. Okay, wir haben gewonnen. Sehr gut, Leute, sehr gut. Ich wollte gerade den zerstören. Naja, war doch nicht schlecht, Leute. War eine schöne Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr den Clan wollt, schreibt es bitte nicht unter jedes Video, sondern, ach, obwohl, ihr könnt es unter jedes Video schreiben. Ich gehe das durch. Wenn ich jemanden sehe, der unbedingt in den Clan will, achtet darauf, dass ihr Anfragen annimmt und in keinem anderen Clan seid, dann lade ich euch ein. Und deswegen hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Also nicht deswegen, aber, ach, ihr wisst, was ich meine, oder? Lasst ein Like da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Abonniert, falls ihr nichts verpassen wollt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.